Boah, ist das kalt! Aber vergesst nicht rauszugehen und eure Vögel im heimischen Garten zu füttern. Das ist ganz wichtig. So viel Schnee hatten wir schon lange nicht mehr. Ich liebe diese Winterlandschaft. Und wie das in diesen Tagen, in dieser Zeit der Pandemie so ist, sind wir alle ohnehin im Homeoffice gefangen. Von morgens bis abends sitzt man dick und fett auf dem Bürostuhl. Und da ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich aufzuraffen, nach draußen zu gehen, mit einem Eimerchen Vogelfutter zu bewaffnen und den Vögeln im heimischen Garten an mehreren Stellen, ja, die Gelegenheit zu bieten, sich den Wanst vollzuschlagen, weil sie sonst hungern würden. Der Schnee liegt zentimeterdick überall rum und würde das wenige, was jetzt im Winter verfügbar ist, ohnehin verdecken. Also denkt daran, füttert eure heimischen Vögel. Ja, und für diejenigen, so wie wir jetzt, die auch noch Freunde von Wildkameras sind, die sich daran erfreuen, ihre Kameras aufzustellen, die können das jetzt auch tun. Dazu muss man nicht zwangsläufig hier eine Kamera haben, direkt am Vogelfutterhaus, wie diese Maginon VFK1. Da kann man auch normale Wildkameras nehmen, die man sonst im Einsatz hat. Ich muss allerdings gestehen, nicht jede Kamera ist für Nahaufnahmen dieser Art geeignet. Ihr seht das hier jetzt ganz eindrucksvoll. Der Vogel befindet sich direkt vor der Optik der Kamera und das Bild ist überraschend scharf. Das kann nicht jede Wildkamera. Teilweise ergeben sich interessante Einblicke. Hier werden am Futterhaus meist die Besucher gesehen, die ohnehin recht zahlreich sind. Hier sind das durchweg Haussperlinge. Gleich tritt noch die eine oder andere Amsel auf und hin und wieder kommt auch das Rotkehlchen angeflattert. Leider sind relativ wenig Grünfinken dies Jahr da. Ach ja, natürlich, selbstverständlich. Kohlmeisen und Blaumeisen sind auch da. Die begeben sich aber meist nicht in das Getümmel, wenn hier die Sperlinge fresswütig einmal alles umgraben. Die sind zu zahlreich und da muss man sich nicht dazwischen schummeln. Diese Vogelfutterhauskamera ist allerdings wirklich ideal für diese Aufnahmen, muss ich wirklich gestehen. Es sei allerdings zu bedenken, dass sie nur Tageslichtaufnahmen macht. Sie verfügt nicht über Infrarotbeleuchtungen, so dass sie auch in der Nacht Aufnahmen aufnimmt. Das kann die hier nicht. Das ist ein Spezialist. Eine Kamera, die genau für einen solchen Einsatzfall ausgelegt ist. Man kann sie allerdings natürlich an verschiedenen Stellen einsetzen und nicht nur zwangsläufig nur allein am Vogelfutterhaus. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich habe die Kamera jetzt an einiger Zeit und muss sagen, ich bin echt angetan. Die war für schmales Geld zu bekommen und als Spezialist für sowas ist sie genau richtig. Ja, da könnt ihr euch selber einen Eindruck verschaffen. Unglücklicherweise ist die Kamera am Markt derzeit nicht mehr verfügbar. Ich setze mal darauf, dass der Hersteller die Kamera bestenfalls wieder anbietet. Schauen wir mal, denn ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen Freund von Vögeln und von Tieren im Garten, zum Beispiel gibt es auch sehr häufig Leute, die Aufnahmen von ihren Igeln im Garten machen und Kameras sogar in dem Igelhaus unterbringen. Wobei da setzt natürlich wieder das Problem ein, diese Kamera verfügt nicht über eine eigene Beleuchtung, so dass man eine externe weitere Lichtquelle einsetzen müsste, wenn man dort auch in Dunkelheit Aufnahmen machen möchte. Ja, ansonsten hier bei den Vögeln ganz interessant. Man sieht, der Futterneid ist groß. Hier sind Territorialansprüche werden hier gestellt, vor allen Dingen von den Amseln, die hier die kleineren Vögel vertreiben oder auch Artgenossen schnell vertreiben, um möglichst lange das Territorium und das Futter für sich zu beanspruchen. Ja, das ist ganz interessant, das Gewusel. Das ist ja ein Zusammenschnitt von einigen Referenzaufnahmen. Einfach nur, um zu zeigen, was die Kamera zu leisten vermag. Ihr könnt ja mal zeigen, was ihr für Kameras einsetzt, wie ihr solche Aufnahmen macht. Würde mich freuen, wenn ihr mal den einen oder anderen Kommentar hinterlasst und Tipps gibt oder sogar ein Video bereitstellt, als Referenz, was ihr gemacht habt.